Alebo by si tam kade zhnil. Neviem, ak si stávo, že to tu zlo. Tuláci, se nekonečne, tuláci. Tam už to je to, kapika. A sa to som vypadne, že pade pár, sa možno pésok na pofu. Číslo 6.2. Základ je kľúčky, že to vidí to. Thank you.
Andrej. Dobar. Kako se priziva? Kulić. A? Kulić. E, on se zove Kulić. A je rekao? Kulić. Ne, ne. Je rekao, dobar. On je malo problem, ne da je. Koje strane si meri? To je. Thank you.
Stützen gleich.
Thank you.
dire!
Ich bin durch zu weit aufgenommen. Da schon. Oh. Ja.
Ecke umzu. Nichts ganz. Ja, unten noch. Nichts ganz. Können. Wir sind wirklich schon sehr, sehr weit und in voller Freude auf das, was in den nächsten Monaten jetzt hier fertig wird, begrüße ich herzlich den Feuerwehrkommandanten Wolfgang Kallau in unserer Mitte. Herzlich willkommen.
jedes Gebäude muss irgendwann einmal ganz zu Beginn in einem Kopf entstehen, ersonnen werden, zu Papier gebracht werden, damit es in weiterer Folge auch umgesetzt werden kann. In Vertretung des geistigen Vaters dieses Bauwerkes darf ich heute seine Gattin, Frau Diplom-Ingenieurin Manuela Grosso, bei uns begrüßen, verbunden mit der Bitte um den Auftrag, ihrem Garten erstens einmal beste Genesungswünsche von dieser Stelle auszurichten und ihm auch zu berichten über die schöne Gleichgefeier und uns auch und auch unseren herzlichen Dank an ihn weiterzuleiten. Herzlich willkommen. Die Gemeinde hat einige Wünsche gehabt und das ist auch gut und richtig, wer bei diesem Bauvorhaben nach Möglichkeit mit dabei sein soll. Und der Wunsch hat ins Ziel getroffen, in Schwarze. Wir haben die Firma Hithaler hier als Baumeister beschäftigen können. Darüber sind wir sehr froh und ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit beim Prokuristen, Baumeister Gerhard Flotzinger, beim Bauleiter, beim Baumeister Martin Meyer und bei dem, der wirklich dafür Sorge trägt auf der Baustelle, dass die Leute auch wirklich vernünftig zum Einsatz kommen und ihre Leistung erbringen, beim Polier, beim Otto Rappold. Herzlich willkommen. Und last but not least, weil viele sich hier bisher verdingt haben am Bau und viele Gewerke zu koordinieren waren, und ich habe es einleitend schon gesagt, ist gar nicht klar war, dass wir im heurigen Jahr so weit vorantreiben können. Das Wetter hat das Seine dazu getan, aber nicht nur, sondern auch die umsichtige Bauleitung. Und da möchte ich begrüßen, auch verbunden mit meinem besten Dank für sein Engagement, seinen Einsatz hier auf der Baustelle, unserem Bauleiter, den Ingenieur Michael Seiringer. Herzlich willkommen und danke für den Mut. In diesem Sinne, meine Herren vom Bau, es ist euer Fest. Die Ehrengäste sind euch jetzt vorgestellt worden. Darf ich das Wort weiterreichen an den Bürgermeister für seine Grußworte und seine Ansprache. Bitte. Ja, sehr geehrter Dr. Hochleitner, geschätzte Ehrengäste, wir sind so eine Gruppe, jeder ist Ehrengast von der Planung, Baukomitee, ausführende Firma mit ihren Mitarbeitern, Feuerwehrkameraden. Wie gesagt, wir haben vor 3 Monaten, am 10. September, haben wir Spatenstich gefeiert und haben uns eigentlich nur erhoffen traut, dass wir um die Zeit Loch drauf haben, Wert gelegt, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt. Und auch das ist gelungen, dass einfach viele heimische Firmen oder Firmen mit einem starken Wohlanbezug, wo viele Mitarbeiter beschäftigt sind, zum Zug kommen und den Bau letztendlich durchführen. Ich sage Dankeschön bei der OE Wohnbau, bei der Bauleitung, aber auch noch für eine zweite Geschichte, nämlich dass wir im großen Raum sind. Das ist von Anfang an ganz wichtig gewesen, hat natürlich im Zuge regionale Firmen und großen Raum, ist nicht unbedingt ganz einfach, dass man es auf einen Nenner bringt, aber ich sage danke für die Bemühungen und letztendlich auch für Schaffen. Es schaut aus, wie wenn wir mit den vorgesehenen finanziellen Mitteln auskommen und sage wirklich dafür, besten Dank auch für die Abstimmung, für die ganze Planungsphase, dass wir es jetzt auch so weit haben. Das war nicht unbedingt klar, aber der Seiringer hat sich da dann schon entsprechend eingehängt und hat das verstanden mit den verschiedenen Gewerkführern, dass er das letztendlich auch bei der Feuerwehr sagt. Speziell bei Kalia Wolfgang, nicht nur, dass er sich jeden Mittwoch für die Baubesprechungen Zeit nimmt, die in der Mittwochvormittag sind. Das ist ja für einen ehrenamtlichen Feuerwehrkommandanten auch nicht ganz selbstverständlich, dass er sich da jetzt mal frei nimmt und freinehmen kann. Aber auch fürs Engagement rundherum, von der Planungsphase angefangen. Er hat das Architekturbüro wahrscheinlich ganz schön belastet, sage ich einmal. Aber mir tut da das Architekturbüro weniger leid, sage ich einmal. Ich bin froh, dass du die eingebracht hast. Und wirklich so im Detail mitgearbeitet hast, dass ich wirklich einfach nur ein wenig schauen habe müssen, habt ihr nicht Wünsche, die nicht mehr ins Budget passen, sondern dass der ganze Ablauf und das Haus so wird, wie es euch letztendlich ihr vorstellt. Und da ist viel Kleinarbeit drinnen gewesen, die ich einfach auszustellen überhaupt nicht sehen kann. Sag wirklich, danke dafür, aber auch, dass letztendlich trotzdem den Kostenrahmen
oben im Auge hast und nicht drüber schießt. Und wenn es da einmal ein wenig der Ton kommt, muss das sein, auch Verständnis da ist, dass wir es vielleicht anders haben. Und Glück auf für die nächsten paar Wochen. So geht es schon. Schöne Feiertage, nutzt es ein wenig zur Erholung. Hoffen wir, dass es wieder am 12. Jänner wieder so weiter wird, wie es jetzt die letzten Wochen war, dass wir gleich wieder arbeiten können. Dankeschön. Herr Bürgermeister, recht herzlichen Dank für deine Worte. Und jetzt, glaube ich, dürfen wir im Sinne der alten Tradition weitergeben an den gleichen Spruch, dessen wegen wir eigentlich alle hier zusammengekommen sind. Bitte. Nach großer Mühe und vielem Fleiß ist hier zu unser aller Preis der Rober, der Freiwillige Feuerwehr Waller, neu errichtet. So hört von mir den Baubericht. Bevor wir Bauhandwerker kamen, Hohlwände und Beton zum Bau entnahmen, da hat die Stirn in heißen Stunden der Architekt sich müd geschoben. Es hat bei Tag und bei Nacht der Plan immer sicher Mühe gemacht, bis das Feind säuberlich und klar die Zeichnung dann vollendet war. Der Ausschreibung folgt der Auftrag an uns Handwerksleute, die hier vor euch versammelt heute. Wir haben mit vereinter Kraft an diesem Werk geschafft und es mit Fleiß und mit Bedacht bis zur Dachgleiche gebracht. Ich hoffe, es ist uns wohl gelungen, darum sage ich ganz ungezwungen, Beton, Stahl, Felle und Schalungsholz, das Beste bauten wir mit Stolz. Diesen Bau empfehle ich nun in Gottes Hand. Alles Unglück sei für immer von ihm abgewandt. Allen wünsche ich Gottes Segen, heute und auf allen Wegen. Zum Schluss will ich mein Glas erheben und rufen, Bauern, Sie sollen leben. Oh. Der Architekt, auch unser Meister, sowie alle guten Geister, das Bauhandwerk und dieses Haus, darauf trinke ich nun mein Gläschen aus. Prost! Prost! Prost.
Scheiße!
Thank you.
die blaue. Magitta oder nicht blau? Ja, okay. Nein, Magitta. Was hast du so für Reinigungsmittel mitgenommen? Ach, sind und das? Nicht da unten. Anni? Ja? Ruhig so zahn. Warte. Wieder gesehen, wie viel Arbeit dahinter steckt vom Modellmacher, vom Piercen und so weiter. Ich sage nicht, ein paar so Feinheiten, gerade Worte, waren es einfach zwängt. Aber wenn ihr euch den Socke nicht anschaut, von der Seite sieht man es besser. Die hat genau das Gefälle wie das Dach von der Feuerwehr, von der Garage. Wenn man den gerade macht, dann
Sorten, so, da sind so viele kleine Details dabei. Aber Erwin, erklär du vielleicht ein bisschen was, wie du dazu gekommen bist oder was deine Idee dazu war. Ja, prinzipiell ist die erste Frage, wenn man sowas macht. Florian, Feuerwehrwappen, das sind so die Sachen, die Florian am schönen Kleid anzeigt. Und ich habe selber gesehen, ob sich die Feuerwehr jetzt ausschaut, bevor ich es selber gebaut habe, ist auch fast überall aus. Und da habe ich mir gedacht, nein, ich möchte ein bisschen was anderes machen, was die Geschichte von den anderen Feuerwehreinsätzen deutlich abgibt. Und dann, wenn man sich damit beschäftigt, was die Jungs machen, ist es ungemein Sachen gleichzeitig. Das ist eine gewisse Spannung, die auf der einen Seite fast 2000 Fenster waren, auf der anderen Seite aber die Aufgabe, so gut rückversichert sein, dass sie nicht der letzte Einsatz ist. Und genau die Spannung zwischen den zwei Möglichkeiten, nämlich das Auslernen und das Anhalten, genau das dazwischen wollte ich darstellen. Und darum ist auf der einen Seite die Bewegung mit der Leiter und die Bewegung mit der aus Spirale Schlauch. Und die zwei wachsen so auseinander und genau dort werden sie auseinanderfallen, wenn nicht in der Zwischen, in der waghalsigen Situation auf einer Kugel zu stehen, weil nirgends steht man unsicherer wie auf einer Kugel. Wissen wir selber, weil wir stehen den ganzen Tag auf einer Kugel. Und genau in der Situation packt der mit beidseitig sicherem Griff die Sachen so an, dass er die zwei Elemente, die eigentlich auseinanderfallen, optisch und gegenständig wieder zusammenbringen. Das ist eben für mich die Symbol für den Feuerwehrmann, die Feuerwehrfigur, die auch diese Situation meistert. Schwierige Sachen einfach erklärt. Deshalb Kunst am Bau ist bei jedem öffentlichen Bauwerk notwendig. Und wir haben auch da gesagt, dass wir schauen, dass wir einen regionalen Künstler herkriegen, dass wir uns so, wie wir es beim ganzen Hausbau gemacht haben, dass wir wirklich viel Wertschöpfung in der Region lassen haben, haben wir auch da geschaut, dass wir einen Künstler aus der Region haben. Und nachdem der Bühlstall in Waller ja nicht unbekannt ist, schon viel gemacht hat. He would like to propose a system of relocation throughout the European Union.